Frank von Gigatech mit einem neuen Smartphone, das Honor gerade vorgestellt hat, das Honor 9 Lite. Was das Ding auf dem Kasten hat, das gucken wir uns jetzt mal an. Falls es euch so geht wie mir noch vor ein paar Minuten und ihr nicht so richtig durchschaut bei der Produktpolitik von Honor, in einem Satz, Honor bringt momentan so ungefähr jedes Huawei-Smartphone ein paar Wochen später nochmal raus, ein bisschen billiger und mit ein paar leichten Modifikationen. So ist das auch hier beim Honor Lite. Das entspricht in nahezu allen Spezifikationen dem Huawei P Smart. Das ist ein 5,65 Zoll in der Diagonale messendes Display. Wir haben hier einen Kirin 659 Prozessor drin, 3 GB RAM, 32 GB Speicher und die Unterschiede, wie gesagt, die muss man im Detail suchen. Fangen wir mal an mit dem Gehäuse. Während das Huawei-Gerät noch aus Metall besteht, ist das hier eine Glasrückseite und ein Plastikrahmen. Der Plastikrahmen fühlt sich jetzt aber nicht irgendwie billig an. Ja? Also da muss man sagen, das ist sicherlich eine ökonomische Entscheidung gewesen, aber ist eigentlich keine schlechte Entscheidung. Wie gesagt, das ist dadurch, fühlt sich nicht ganz so kalt an und dadurch wird das Gerät natürlich auch ein bisschen leichter. Ich fühlte mich sogar auf eine sehr angenehme Art und Weise an das Honor 6 zurückerinnert. Falls ihr euch erinnert, das war so das erste Gerät, das Honor damals unter der Eigenmarke in Deutschland auf den Markt gebracht hat. Und ja, ein anderer kleiner Unterschied zum Huawei P Smart ist halt hier diese Doppelfrontkamera. Zu der komme ich aber gleich noch. Gucken wir uns das Gerät erstmal von allen Seiten an. Also hier oben haben wir eben genannte Doppelfrontkamera. Das Display ist in 2:1 und ihr seht schon, ich habe hier die Helligkeit ein bisschen runtergedreht, damit man das besser auf unserer Kamera erkennen kann. Tatsächlich geht das aber auch noch deutlich höher. Ich mache das jetzt mal nicht, wie gesagt, ungefähr so war ich eben auch. Das ist ein schönes, farbstarkes Display mit guten seitlichen Blickwinkeln. Da kann man eigentlich nicht meckern. Hier ist auch eine oleophobe Beschichtung gegeben. Also wie gesagt, dahingehend alles in Ordnung. Hier auf der rechten Seite haben wir einen Power-Button und eine Lautstärke-Wippe. Und wenn ich die so mal drücke, muss ich sagen, fühlt sich sehr, sehr gut an. Das sind schöne Klickpunkte. Da hat Honor auf jeden Fall gegenüber früheren Geräten ordentlich nachgebessert. Das hier auf der linken Seite, das ist der SIM-Slot. Da können entweder zwei SIM-Karten rein, Nano-SIM-Karten, um genau zu sein, oder eine SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte. Das ist also ein sogenannter Kombi-Slot. Und für alle Leute, die halt gerne ein bisschen mehr Speicher haben, wie gesagt, hier ist intern 32 GB Speicher drin, kann man erweitern. Honor liefert im Lieferumfang neben einem Headset hier auch noch eine Speicherkarte direkt mit. Also 64 GB noch zusätzlich. Das ist eigentlich eine sehr, sehr nette Option, zumal wenn man den Preis bedenkt, 229 Euro UVP. Gehen wir mal weiter. Auf der Oberseite haben wir nichts weiter. Auf der Unterseite haben wir hier einen Klinkenanschluss, wo man den Kopfhörer bzw. das Headset einstecken kann. Das hier ist das Mikrofon. Hier haben wir einen Micro-USB-Anschluss. Ja, also das ist ein bisschen schade, dass Honor da nicht mit der Zeit geht und USB-C verbaut. Zum Ladestandard ist noch zu sagen, also das ist einerseits USB 2.0, ja, also es ist nicht die schnellste mögliche Geschwindigkeit. Zum anderen wird hier auch kein Schnellladen unterstützt. Also selbst Huawei's eigener Supercharge, heißt der, glaube ich, Standard, ist leider nicht mit an Bord. Das heißt, wer nachlädt, der muss warten. Das hier ist ein Monolautsprecher und auf der Rückseite haben wir jetzt hier oben die Kamera. 13 Megapixel, die eine Linse, 2 Megapixel, die andere. Die 2 Megapixel Linse ist im Prinzip dafür da, 3D-Informationen zu nehmen, sodass man halt so einen künstlichen Bokeh-Effekt über ein Bild legen kann. Das kann man dann auch in der Software nachträglich noch ändern, wo der Fokus liegen soll. Das hier ist ein einigermaßen schnell funktionierender Fingerabdrucksensor. Das ist ja die Spezialität von Honor/Huawei. Die haben sehr, sehr schnelle Fingerabdrucksensoren. Und ja, wie gesagt, das ist auch bei dem Gerät, obwohl in der unteren Mittelklasse angesiedelt, hier nichts anderes. So, und jetzt noch mal ganz kurz zur Software. Das hier ist ein Android 8.0 Oreo gleich mitgeliefert. Ich gehe mal kurz hier in das entsprechende Menü rein. Muss ich kurz gucken. System über das Telefon. Genau, also EMUI Version 8.0, Android Version 8.0. Da sind wir also zumindest zum aktuellen Zeitpunkt fast auf dem aktuellen Stand. Android 8.1 ist gerade die Version, die Google auf seinen Pixel-Smartphones ausliefert. Das Ganze ist schön snappy. Man muss auch sagen, EMUI ist in den letzten Versionen wirklich deutlich besser geworden. Wir können hier optional auch einen eigenen App-Drawer aktivieren. Also eine gute Software eigentlich für
alle Belange und für, ja, für die meisten Nutzer sicherlich in jeder Hinsicht ausreichend. Machen wir noch mal einen kurzen Testshot mit der Kamera. Da darf der Severin, mein Kameramann, mal kurz in die Kamera gucken. Also zu einem Lächeln kann ich ihn leider nicht bewegen. Ja, und da sieht man schon, das ist eigentlich eine ganz gute Qualität. Sieht toll aus. Ja, mag natürlich auch am Motiv liegen. So viel erstmal zum Honor 9 Lite. Aus meiner Sicht ein gutes Gerät zu einem guten Preis. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal, gebt uns auch ein Like, wenn ihr das Video hilfreich fandet. Und lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr das einen guten Preis für dieses Handy findet oder maßlos überteuert oder zu billig. Freuen wir uns. Also bis dann, bis zum nächsten Video. Ciao!